An einem ganz normalen Tag auf der Baustelle trägt Vince eine Mischung aus Jeans und Jogginghose. Die sind super bequem. Die ist von Primark. Und das tolle geringelte Oberteil ist von Bonprix. Ist super bequem, ist super leicht, schön dünn. Er kann da unglaublich gut drin spielen, ohne zu schwitzen. Und kann hier seinen Tätigkeiten als Handwerker bei uns zu Hause nachgehen. I believe to believe is to feel the fire grow within. I believe to believe is to see how the present comes from dreams. Hier seht ihr ein paar Ausschnitte aus unserem letzten Ausflug in den Tierpark. Die Jacke, die Vince hier trägt, ist auch von Bonprix. Sie ist wunderschön warm, hat ganz viele tolle Extras. Die Kapuze ist super schön weich. Sie bietet ganz viele tolle Taschen, weil Vince ja immer mal ein Auto mitnehmen muss, was er dann zwischenzeitlich nicht mehr in der Hand tragen möchte und dann muss er das irgendwo verstauen. Das kann er super in den Taschen machen. Er ist auch nicht so ein Fan von Handschuhen und deswegen steckt er seine kleinen Händchen auch gerne mal hier in die Außenseiten der Taschen, die diese Jacke bietet. Im Indoor-Spielplatz darf es natürlich chillig und bequem sein. Vince trägt unter dem Pullover noch ein T-Shirt von Bonprix, aber es war an dem Tag wirklich relativ kühl im Indoor-Spielplatz. Deswegen hat er die ganze Zeit diesen Kapuzenpullover von Bonprix anbehalten, den ich super stylisch finde. Und dazu habe ich einfach eine Jogginghose von H&M kombiniert. Das Making-of zu unserem Babybauch-Fotoshooting habt ihr schon am Dienstag gesehen. Da haben wir Vince natürlich auch ganz schick angezogen. Die graue Jeans, die er hier trägt, ist von Bonprix, ebenso dieser dunkelblaue Pullover, den ich sehr, sehr liebe. Der ist super toll mit der Knopfleiste. Und darunter trägt er, wie ihr hier sehen könnt, ein dunkelblau-weiß gestreiftes Shirt, was im V-Ausschnitt nochmal so einen hellblauen Einsatz hat. Und das mag ich auch sehr, 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 sehr gern. Ich hoffe, mein kleines Outfit-Diary in der Bonprix Edition hat euch gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann gebt diesem Video doch gerne einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.